eigentlich ist es auch kein Wunder. Warum sind wir hier? Wir sind einerseits hier, um Solidarität mit den italienischen Kollegen und Kolleginnen auszudrücken, die wegen ihrer Kämpfe für Tarife und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von der Justiz gegängelt werden, kriminalisiert werden sollen. Und wir wollen hier unsere Solidarität ausdrücken, dass das eine Sache ist, die nicht geht. Wir sind aber nicht nur hier für die italienischen Kollegen, weil Solidarität ist nicht etwas, was man irgendwie in Barmherzigkeit anderen schenkt, sondern Solidarität ist immer eine gemeinsame Angelegenheit und eigentlich unsere schärfste Waffe. Matthias hat es gesagt, ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf alle von uns und dementsprechend müssen wir, wenn einer von uns angegriffen wird, auch alle antworten, dass das eine Sache ist, die wir nicht übersehen werden, die wir nicht tolerieren werden, die wir nicht hinnehmen werden und entsprechend beantworten. Und ich wünsche den Kollegen in Italien viel Erfolg, viel Glück, viel Kraft. Wir werden hier wieder auf die Straße gehen, wenn es sein muss. Wir kämpfen mit euch. Matthias hat einiges über unsere Auseinandersetzung gesagt. Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich hätte nicht gedacht, dass in der kurzen Zeit tatsächlich das eine ja doch relativ große Demo wird oder Kundgebung. Die Mobilisierung war relativ kurz. Ich freue mich, dass es geklappt hat und dass so viele dann doch gekommen sind. Das zeigt, dass es ein Anliegen ist, dass wir hier keinen allein lassen, wir zusammenstehen und das auch in Zukunft werden.